Grüßt euch, Freunde. Hi. Wir sind Nils und Niklas von HBZ und ihr habt gerade den Weg auf unseren zweiten Kanal gefunden. Auf diesem Kanal wollen wir euch so ein bisschen zeigen, was hinter den Kulissen alles so abgeht, was alles zum Projekt HBZ dazugehört. Wir sind ja auf der einen Seite als DJs unterwegs und auf der anderen Seite produzieren wir eben auch selber Musik, die wir dann eben ja hauptsächlich auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Und jetzt in der ersten Folge wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen und einfach mal zeigen, was so 2018 alles passiert ist. Einfach mal so eine grobe Übersicht über unsere Videos geben und dafür schauen wir jetzt einfach mal, wir haben hier gerade YouTube offen, jetzt gehen wir mal auf unseren Kanal rauf und schauen einfach mal oder scrollen mal ein bisschen zurück in der Zeit und gehen einfach mal zu dem ersten Video 2018. Wir müssen sagen, wir haben jetzt, wo wir das Video aufnehmen, noch nicht ganz die 50.000 Abonnenten geschafft. Wie gesagt, nicht wundern für diejenigen, die jetzt sich schon wieder fragen, auf diesem Kanal, wo sind denn die 50.000? Wir haben auf unserem Hauptkanal HBZ fast die 50.000 erreicht, aber wir haben das Ganze ein bisschen aufgerundet und daraus dann eben ein Jahr, also wir sind jetzt quasi aktiv auf YouTube, ein Jahr unterwegs so ungefähr, haben uns eben vor einem Jahr vorgenommen, wirklich 3 Videos die Woche hochzuladen und haben das auch ganz gut durchgezogen und deswegen wollen wir euch so mal ein bisschen zeigen, was jetzt so das ganze Jahr passiert ist und wie wir eben in diesem einen Jahr es geschafft haben, uns ja quasi die 50.000 Abonnenten aufzubauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube der erste Remix müsste eigentlich hier der Rhythm of the Night sein. Es hat ja so ein bisschen vorher schon angefangen, also was heißt vorher angefangen, aber ich glaube, ein bisschen ging es los, als wir Bowser hochgeladen haben. Genau, oder? Bowser, was du Liebe nennst, wobei ich da sagen muss, war uns beiden, glaube ich, noch nicht so bewusst, dass wir da schon Art Bounce gemacht haben. Und der ist einfach mega gut angekommen auf Partys, auf denen wir live aufgelegt haben. So, das war, glaube ich, zum ersten Mal auch für uns so der Remix, der uns gezeigt hat, wir laden jetzt was bei YouTube hoch und es reflektiert wieder in die echte Welt wieder zurück. Heißt, wir haben ihn hochgeladen, der hat ein paar gute Klicks bekommen und plötzlich kennen die Leute den auf Partys und feiern den und fragen uns direkt nach dem Remix. Leute, spielt ihr heute euren Remix von Bowser, was du Liebe nennst? Ich weiß noch, dass wir an unseren Handys gehangen haben und geguckt haben, weil er in dem Moment eben ziemlich viele Aufrufe generiert hat. Ich glaube, er hat 15.000, 20.000 gemacht an diesem Abend. Ne? Ja, an einem Abend. Und das war für uns noch so der erste Moment, oder ein erster ungewohnter Moment. Das war wieder so das erste Video, was wirklich Views bekommen hat. Und deswegen war das so für uns so was Besonderes. Man muss fairerweise sagen, dass wir bevor wir diesen Kanal hier aufgemacht haben oder bevor wir jetzt das letzte Jahr ja so aktiv waren, natürlich auch in der Zeit nicht unproduktiv waren, sondern uns immer weiterentwickelt haben. Deswegen, Musik ist immer ein langer Weg und aber zurück zu unseren ersten Remixen 2018. Genau, wir waren ja gerade beim Rhythm of the Night. Jetzt sieht man ja, wir haben mit Bass & Bounce angefangen. Jeden Samstag 2018 ein Bass & Bounce Mix. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten an, den nächsten großen, hier der Lieblingsremix von dem guten... Vom Master Tai. Grüße an dich raus. Grüße an Master Tai. Geiler Typ. Guck mal, und da haben wir dann die ersten 10.000 Abonnenten bekommen sozusagen. Ich guck nochmal auf das Datum, wenn der rauskam, unser Mix. Da haben wir für eine Veranstaltung was aufgebaut. Da haben wir für eine Veranstaltung was aufgebaut und haben uns gedacht, wir nutzen einfach mal dieses Setup, um einfach mal so einen kleinen Mix zu machen. Mit den ganzen Sachen, die wir bis dahin gemacht haben, so ein kleines, sozusagen so ein Best-of. Auch schon 18.000 Mal geklickt. Das ist, wie gesagt, es sind immer nur so Zahlen, wenn man davor sitzt, aber dass man sich jetzt vorstellt, dass das wirklich 18.000 Menschen gesehen haben. Ja, und danach kamen die nächsten. Der Friends Remix und auch ein besonderes Stück an der Stelle, der Not Fair Remix. 5 Millionen Aufrufe bei Bounce United, DJ Smile, fast die Millionen jetzt. Das ist auch immer sowas, worüber wir uns auch jedes Mal aufs Neue immer wieder freuen, wenn größere Kanäle eben auch Musik von uns hochladen. Zeigt so ein bisschen natürlich auch, dass es angekommen ist, dass schon ein Interesse daran steht, unsere Musik irgendwie hochzuladen. Und auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich. Ja. Wir sind ja auch viel auf YouTube unterwegs, dadurch, dass wir jetzt auch so aktiv geworden sind und uns auch immer mehr mit dieser Materie YouTube auseinandersetzen, viel mit Kanaloptimierung und so weiter uns auseinandersetzen. Vielleicht können wir da auch nochmal ein Video zu machen, wenn euch das irgendwie so interessiert, wie man als, ich sag mal, Musiker, DJ, der seine Sachen auf YouTube veröffentlicht. Das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte, die auch auf jeden Fall geholfen haben,
dass dieses Jahr so erfolgreich wurde, sage ich mal. Und dann sehe ich gerade hier den WhatsApp-Remix von uns und Lukas Brau. An der Stelle Grüße an Lukas Brau. Cooler Dude, danke. Es ist auch einer der meistgespieltesten Remixe von uns. Also wir haben den hochgeladen am Mitte, Ende Juni. Und seitdem hat er auch keiner Party mehr gefehlt. Den spielen wir, glaube ich, immer, wenn wir auflegen. Weil er einfach so gut abgeht. Das Lied kennt jeder, es kann jeder mitsingen und macht einfach gute Laune. So, dann schauen wir weiter. Remixe und, jetzt wo ich gerade ein Original sehe. Wo war denn unsere erste Single? Und hier sehen wir die erste Single, die wir bei Spotify zum ersten Mal in allen Stores released haben. Light For Me, ja. Auch ganz cool, cooler Meilenstein letztes Jahr auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, wir haben Ende Februar dann angefangen, einfach mal eine Kamera mitzunehmen. Bei einem Auftritt in Kiel waren wir da, auf einer Studentenparty. Klicks hin und her, ich sag mal für euch interessanter, weil wir immer so ein bisschen auch, genauso wie dieses Video, eben zeigen wollen, was so alles dazugehört. Viele von euch sehen dann bestimmt immer nur diese Remixe. Ja, zwei Remixe pro Woche und ein Mix. Also drei Videos und fertig ist das. Und genau deswegen haben wir nämlich auch, oder fangen wir an mit diesem Video, um eben nochmal zu zeigen, was so alles dahinter steckt. Wir müssen die Kamera mal wieder mitnehmen, sagen wir es so. Na, unsere letzte Single war Endless. Endless, genau. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank an Roman Hense, der da sein Video quasi bereitgestellt hat, dass wir das als Musikvideo nutzen durften. Coole Sache, cooles Teil. Geiles Teil geworden. Ist richtig gut. Passt auch irgendwie so richtig cool dazu. Also Roman Hense, wer ihn nicht kennt, ist auch Deutscher und Filmemacher, der auf YouTube unterwegs ist. Ja, an der Stelle sehe ich gerade, wir haben noch hier unseren Heidi-Remix. Witzige Sache, hört euch den an. Wer Heidi aus seiner Kindheit kennt, sollte den sich mal anhören. Ja. Solche Remixe, so komisch das auch immer aussieht, wenn man DJ ist, sage ich mal, und dann sehen Leute irgendwie auf einmal so ein Heidi, vom Heidi-Intro so ein Remix. Man glaubt aber immer gar nicht, wie gut solche Sachen auf Partys abgehen. Genauso wie wir hatten, glaube ich, ist aber schon länger her, Gummibären, die Remix, oder auch der Weihnachtsmann und Coca-G. Wenn die Jahreszeiten dafür gekommen sind oder wenn man die richtige Party dafür hat, dann funktioniert so ein Remix richtig gut. Und jeder kennt den Text, jeder singt mit. Und ja. Dann haben wir angefangen, wo wir gemerkt haben, was für uns jetzt so ein wichtiger Punkt war, auch für 2019, glaube ich, wo wir dran weiterarbeiten sollten, ist, dass wir vielleicht mal zwischendurch ein paar deutsche Remixe haben und deutsche Lieder nehmen und unseren Style draus machen. Und da haben wir die beiden Lieder Monster und Tanz von Culture Candela genommen. Kommen sehr gut an, wie man sieht, auch von den Klicks her. Vor einem Monat 86.000 und 109.000, krass. Man muss aber auch sagen, dass so der größte Support eben auch aus Deutschland kommt. Zumindest so viel, wie wir mitkriegen von den Kommentaren, weil viele Kommentare sind eben deutsch. Aber ich denke, zu Statistiken und Analyse könnten wir vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch nochmal ein Video machen. Also in Sachen Altersanalyse, Sprachenanalyse und, was da alles dazugehört. Ja. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende unseres Videos und auch mit den letzten Videos für letztes Jahr, für 2018. Einmal haben wir noch die Abi-Party wieder gehabt am 22. Dezember. Mega geiles Event mit knapp 2000 Leuten. Durften wir wieder auflegen. Sau cool. Und jetzt haben wir noch den von der Woche, den Spirit of the Hawk Remix hochgeladen und kam richtig gut an. Deswegen dachten wir uns auch, Mensch, das ist ja schon ein Klassiker, aber nehmen wir nochmal einen richtigen Klassiker, den Cotton Eye Joe, und remixen den auch noch. Und der ist jetzt wirklich frisch hochgeladen. An der Stelle muss ich sagen, da merken wir beide eigentlich so zum ersten Mal jetzt gerade, dass wir die Power von diesen Abonnenten haben. Also das spiegelt sich ja den Klicks wieder, dass man... Dass Leute uns halt abonnieren, weil sie auch unsere Videos gucken möchten. Und es ist ja häufig, dass, ich sag mal, Kanäle mit über einer Million Abonnenten vielleicht nur 10.000 Aufrufe machen. Klar, pro Video. Ja, pro Video. Klar ist es auch so, dass jetzt nicht jedes unserer Videos so viel Aufrufe macht wie Abonnenten. Es ist jetzt nichts Besonderes oder nichts Schlimmes. Sowas findet man eben öfter auf YouTube. Aber es ist schon cool, dass eigentlich
fast jeder Remix schon an die 10.000 jetzt nach einem Tag geht. Dann, also nach 24 Stunden sind wir hier bei ungefähr 9 Stunden. Und die Statistik hängt ja auch immer ein bisschen nach. Also die Anzeige ist nicht ganz korrekt, was hier steht. Das ist ja immer ein bisschen mehr schon. Und da müssten wir jetzt eigentlich so bei den 6.500 Aufrufen sein und das wirklich nach 9 Stunden. Ich überlege gerade, als man angefangen hat, hat man sich gefreut, dass man nach 10 Stunden 200 Aufrufe bekommen hat, ne? Wenn überhaupt. Und krass, einfach krass viele Leute und auch, das sieht man an den Likes, 512 Daumen hoch nach nicht mal einem Tag, geil. Gibt bestimmt einige, die jetzt nicht jedes Lied von uns feiern, aber wir versuchen eben so ein bisschen unseren eigenen Style durchzuziehen. Wir machen wirklich jeden Remix so, wie es uns gefällt, sage ich mal. Kann man ja mehr oder weniger sagen. Zum Glück gefällt es euch allen. Ja. Zum Glück gefällt es euch auch. Und das ist auch vielleicht noch so eine Sache, warum unser Kanal jetzt gerade so schnell wachsen konnte. Weil es eben nicht unbedingt der Standard bei uns ist, weil es eben nicht so ein produziert ist wie vieles andere halt. Und ja, umso mehr freut es uns natürlich, dass unser eigener Style eben auch angekommen ist und ich sich auch so ein bisschen durchsetzen konnte. Und dass wir damit eben Leute erreichen. Und auch eine Sache, die vielleicht noch dazu kommt, wenn man jetzt über das Wachstum spricht. Wir haben natürlich viel selber gemacht, also die Sachen auf unserem eigenen Kanal hochgeladen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es eben andere Kanäle, große Kanäle gibt, die unsere Lieder, unsere Remixe eben auch hochladen und wo man dann eben auch gefunden wird. Sei es Bounce United oder auch bei K-Music der Tattoo-Remix, der ja dieses Jahr, vor 11 Monaten, ich glaube im Februar oder sowas, hat K-Music den hochgeladen. Nee, 19.01. Sowas darf man eben nicht vergessen, dass man auch in Anführungsstrichen fremde Hilfe bekommt. Unterm Strich ist das nicht so viel, wie man immer denkt. Wenn Leute sehen, dass ein Remix von uns hochgeladen wurde, der jetzt über 50 Millionen Aufrufe hat, ist das nicht automatisch so, dass 50 Millionen Leute jetzt unseren Kanal besuchen und sich für unseren Content interessieren, sondern das ist unterm Strich nur ein kleiner Teil. Sehr, sehr kleiner Teil. Und da sieht man halt, man braucht echt viele Views. Wir haben jetzt mit unserem Kanal ja fast 12 Millionen Aufrufe. Deswegen muss man halt eben viele Aufrufe generieren, dranbleiben und viel Content bringen. Und dann kommt das nach und nach, Stück für Stück wird das immer größer. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich mache uns jetzt auch nochmal hier groß. Ich denke, wir sind auch soweit eigentlich am Ende des Videos angekommen. 50.000 ist eben eine Riesenzahl, die man eben nicht von heute auf morgen erreichen kann. Dahinter steckt immer viel, viel Arbeit. Falls ihr auch irgendwie nochmal irgendwie Fragen habt zu einem Faktor, wie so ein Kanal wächst oder wie jetzt in unserem Fall einzelne Faktoren, wie unser Kanal jetzt eben wachsen konnte, schreibt es auch irgendwie gerne in die Kommentare. Wir versuchen da vielleicht so ein bisschen was zu beantworten. Wie gesagt, kommen hier so Videos, die euch so ein bisschen zeigen sollen, was hinter dem ganzen Konstrukt, hinter diesem Namen HBZ alles so abgeht, wer da überhaupt hintersteckt und was da eben alles zugehört. Und ich denke, wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dann.